Lass uns bitte aufschlagen, Jeremia 3, Vers 15. Eine gewaltige Verheißung. Und die Erfüllung dieser Verheißung ist so dringend notwendig. Das ist eins der vordringlichsten Gebetsanliegen unseres Dienstes seit 25 Jahren, seitdem ich schockierende Erlebnisse gemacht habe mit missbrauchender Leiterschaft und was das für Zerstörung anrichtet im Volke Gottes. Und der Herr hat diese Verheißung mir groß gemacht und die ist mir ganz, ganz wichtig und die sollte uns allen wichtig sein, weil das ist der Ausweg aus unserem Dilemma. Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben und die sollen euch weiden mit Kenntnis und mit Verstand. Hirten nach meinem Herzen. Halleluja. Gott hat sehr spezielle Vorstellungen, wie der Hirtendienst auszusehen hat. Und vieles, was wir heute erleben, ist weit weg von diesen Standards und von diesen Vorstellungen und von diesem Modell, was Jesus uns selber gegeben hat. Und hier ist diese mächtige Verheißung, die wir beten können. Wir können das dem Herrn vorhalten, so wie diese Verheißung. Er wird Hunger nach dem Wort geben. Auch das ist ein Anliegen, was wir viele, viele Male gebetet haben. Und wir sehen, seit Corona passiert was. Seit Corona wächst der Hunger nach dem Wort Gottes. Das ist ganz erstaunlich. So preist dem Herrn für diese Krise. Und die nächsten Krisen werden das noch viel mehr befeuern und hervorbringen. Gott weiß, wie er sein Volk wach macht. Hirten nach seinem Herzen. Und ich will verschiedene Merkmale kurz erwähnen, aber bei einem ganz, ganz wichtigen will ich dann länger verweilen. Wir haben in der vorletzten Einheit von Sven so wunderbar das aus dem Wort gesehen, diese Gefahr der seelischen Beziehung, die nicht in der Ordnung Gottes sind, die nicht nach der Wahrheit sind, sondern wo Gefühle und persönliche Motive eben die führende Rolle spielen. Und ganz zu Recht hat er herausgestellt, Nummer eins Ausweg aus dieser falschen Prägung, diesem falschen Verständnis von Christsein, ist Hingabe an das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes eben diese wunderbare Funktion hat, dass es Seele und Geist trennt. Oder wie Petrus das sagt, dass wir unsere Seele gereinigt bekommen durch Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Nicht durch Bibelstudium, nicht durch Seminarbesuche, nicht durch Konferenzen, nicht durch irgendwelche anderen Dinge, sondern durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Dadurch wird die Seele gereinigt. Aber dank sei Gott, selbst wenn es den Fall gibt, dass wir durch den Betrug der Sünde unser Herz so verhärtet haben, dass wir durch das Wort gar nicht mehr angesprochen werden können, dass der Heilige Geist uns nicht mehr überführen kann. Gott hat noch einen Plan B. Und wir können dafür sorgen, dass dieser Plan B funktioniert und in Kraft gesetzt ist in unserem Leben. Und Plan B, wenn das Wort Gottes uns nicht mehr erreicht und uns nicht anspricht, wenn wir dafür gesorgt haben, dass wir eingebettet sind in ein Beziehungsnetz, nicht eine Organisation, in ein Beziehungsnetz von Menschen, die um uns herum sind, die uns so lieb haben, dass sie für uns beten, und dass sie, wenn wir anfangen, komische Dinge zu tun, in unser Leben sprechen. Und zwar so, dass wir ihre Aufmerksamkeit bekommen und die uns sagen, hey Leute, oder hey Bruder, was du da machst, das passt nicht. Das ist gefährlich, hör damit auf, komm zurück zur Wahrheit. Ich will mal eine Geschichte erzählen, die sehr, sehr tragisch ausgegangen ist, wo ein Leiter das nicht verstanden hat, dass das seine Sicherheit ist, dass er Schutz hat in den Beziehungen, die Gott ihm angeboten hat. Da war ein Pastor einer Gemeinde, und er hat mich immer wieder eingeladen. Ich war viele, viele Male zum Predigen in seiner Gemeinde. Und normalerweise ist es so, wenn ich zweite, dritte Mal hingehe, dann fängt eine Beziehung an. Man sitzt zusammen, man redet nach dem Gottesdienst oder zu Extrazeiten, trinkt Kaffee und tauscht sich aus und dann entsteht eine Beziehung. Aber mit diesem Pastor war das nicht so. Sondern ich kam dahin, war der Sonntagsprediger
Und alle waren begeistert und er war auch begeistert und danke. Und das war's dann. Und dann habe ich wieder nichts von ihm gehört bis zum nächsten Mal. Und irgendwie hat mich das irritiert und ich fing an, für ihn zu beten. Und als ich für ihn gebetet hatte, war das immer deutlicher vor meinem inneren Auge. Ich sah einen einsamen, traurigen Mann. Einen einsamen, traurigen Mann. Und das fing an, mich so zu beschäftigen, dass ich irgendwann gedacht habe, ich muss den besuchen. Alleine das ist schon ein Symptom oder ein Anzeichen. Der hat mich nie nach Hause eingeladen. Ja. Die Bibel sagt, die Ältesten sollen gastfrei sein. Ja, ihr Haus auftun und da sollen Leute kommen und sollen sich da wohlfühlen und die dürfen auch sehen, wie er da lebt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss den besuchen, ich muss zu ihm nach Hause. Der hat mich aber nicht eingeladen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Trick ausgedacht. Ich habe gesagt, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Bruder, ich bin gerade in deiner Nähe. Das stimmt, das war nur ungefähr 50 Kilometer entfernt. Also. Und ich komme jetzt und ich besuche dich jetzt. Ja? Und habe das so gesagt, da konnte er gar nicht mehr Nein sagen. So, dann fuhr ich hin, dann war ich da. Und er war so nett, hat sogar mir was zu essen gegeben. Und ich habe irgendwie gehofft, er würde irgendwie sich öffnen. Da passierte aber gar nichts. Und dann merkte ich so, wie der Heilige Geist so mich bewegte. Und dann schaute ich ihn an und sagte, weißt du, ganz ehrlich, ich bete für dich. Oh, sagt er, schön. Ich sage, und wenn ich für dich bete, ich sehe einen traurigen, einsamen Mann. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du einen Freund? Hast du einen Freund, mit dem du mal deine Lasten teilen kannst, der für dich betet, wo du mal reden kannst über die Dinge, die dich beschäftigen, über deine Kämpfe oder Herausforderungen? Hast du einen Freund? Keine Antwort. Und seine Augen wurden feucht. Fast fing er an zu weinen. Aber er hat kein Wort gesagt. Dann bin ich einfach aufgestanden und habe für ihn gebetet. Habe meine Hand auf seine Schulter gelegt und habe ihn gesegnet. Gebetet, dass Gott ihm begegnet. Seiner Einsamkeit, seiner Not. Und er hat nichts gesagt. Hat auch nicht gebetet. Und dann dachte ich, okay, mehr weiß ich jetzt nicht. Sei gesegnet, tschüss, bin gefahren. Ein paar Wochen nach meinem Besuch, ich weiß nicht mehr, ob es 4 oder 5 waren oder ganz wenige Wochen nach meinem Besuch, wurde er in flagranti mit seiner Sekretärin beim Sex erwischt. Und ich dachte, boah, was für eine Liebe Gottes, die Hand auszustrecken. Wie dicht war er an einer wirklichen Lösung? Wie nah? Ein Schritt. Er hätte nur sagen müssen, du weißt, ich habe große Not, ich bin im Problem, ich habe dummes Zeug gemacht. Ich muss da wieder rauskommen. Was kann ich tun? Ein kleiner Schritt. Und alles wäre total anders geworden. Aber jetzt hat er alles verloren. Seine Ehe, seinen guten Namen, seine Gemeinde, seinen Dienst, hat alles verloren. Weil er ein einsamer Mann war, der keine Freunde hat und auch nicht wollte, dass irgendwer in sein Leben reinschaut und irgendwer die Tür aufmacht aus seinem selbstgewählten Gefängnis. Und Hirten nach dem Herzen Gottes, die leben in Beziehungen. Und die haben nicht Fans um sich, die immer nur applaudieren, sondern Freunde, die, wenn es drauf ankommt, auch mal ein ernstes Wort sagen können. Und sie sind geschützt durch diese Beziehung. Sie sind geschützt durch diese Menschen, die wirklich für sie beten. Hirten nach dem Herzen Gottes sind wie Paulus, die wissen, ich brauche Schutz durch Gebet. Wie viele Male sagt Paulus, der große, vollmächtige Apostel, betet für mich, bitte betet für mich. Wir würden heute denken, großer Mann Gottes, der braucht doch kein Gebet, der schüttelt es aus dem Ärmel, der hat die Salbung. Wieso braucht der jetzt das Gebet von Leuten, auch Neubekehrte, die selber durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sind? Wofür braucht er die denn? Die brauchen ihn, aber doch nicht, er braucht nicht die.
in so vielen Briefen, bitte betet für mich. Betet für mich, dass ich auf die richtige Art und Weise das Evangelium verkündige. Betet, dass ich offene Türen habe für den Dienst, dass ich mit Freimut sprechen kann. Betet für mich. Das ist ein ganz anderer Paulus, als viele sich das so vorstellen, der einfach das nur so aus dem Ärmel schüttelt. Er war sich bewusst seiner Abhängigkeit und hat sich dessen auch nicht geschämt und hat gesagt, bitte, betet für mich, betet. Das sind wichtige Merkmale von Hirten nach dem Herzen Gottes. Sie haben eine Haltung von Dienerschaft. Sie sind keine Chefs, sie sind keine Herren. So wie Petrus sagt, nicht als solche, die über die Erde, die Herde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Paulus sagt, was ihr an mir gesehen habt und von mir gehört habt, das tut. Und dann wird Gott mit euch sein. Null Probleme. Ihr müsst nur das tun, was ihr an mir gesehen habt. Kannst du dir das vorstellen? Entweder der war blind und größenwahnsinnig und hat überhaupt keine Peilung gehabt über sich selber. Oder er war dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Tut es einfach das, was ihr an mir gesehen habt. Eine gute Frage ist, was fehlt, dass ich das sagen kann? Dass ich mich hinstellen kann, macht einfach alles so, wie ich, und dann ist gut, und Gott wird mit euch sein, keine Probleme. Hirten nach dem Herzen Gottes. Und Hirten nach dem Herzen Gottes, sie verstehen eins, eine Taktik des Feindes, sie aus der Bahn zu werfen, ist Verschiebung der Prioritäten. Verschiebung der Prioritäten. Das Erste ist nicht mehr das Erste, sondern das Zweite oder das Dritte oder das Fünfte wird auf einmal das Erste. Und alles geht durcheinander. Wenn wir die Ordnung Gottes verlassen, den Rest besorgen wir alleine an Chaos. Da braucht gar kein Teufel mehr. Der sorgt nur dafür, dass die Prioritäten falsch sind und den Rest an Chaos erzeugen wir selber. Und ich weiß, wovon ich spreche. Das schon an manchen Stellen erzählt, werde ich jetzt nicht wieder erzählen. Aber ich war ein sehr erfolgreicher, charismatischer Pastor. Morgens aus dem Haus, nachts wieder zurück. Hätte nicht viel gefehlt, meine Kinder hätten Onkel zu mir gesagt. Ja, weil ich mich nicht um meine Familie gekümmert habe, nicht um meine Frau gekümmert habe. Der Dienst, alles für das Dienst, alles für das Reich Gottes. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Was sagt die Bibel? Wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie kann er in der Gemeinde dienen? Er kann nicht. Er kann nicht in der Gemeinde dienen, weil er nicht mal zu Hause seine Aufgabe und seine Berufung erfüllt. Vorbilder der Herde, nicht Chefs, nicht Herrscher. Diese Schriftstelle hier bei 1. Timotheus 3,5. Wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie will er in der Gemeinde dienen? 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer wohnt mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als dem Schwächeren und erweist ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind und damit eure Gebete nicht gehindert werden. Die Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgehe, hat was mit Gebetserhörung zu tun. Viele Männer glauben das nicht. Ich habe viele in der Seelsorge gehabt. Oh, die können powern, die können beten, die können fasten. Die können viel, aber haben keine Gebetserhörung. Weil sie verpassen die Grundlage, die Voraussetzung. Ja. Und viele, die sehr eifrig und sehr aktiv sind, haben eine Verschiebung vorgenommen oder zugelassen, dass eine Verschiebung geschehen ist in ihrem Leben. Und der Dienst, das, was sie tun, ihre Aktivitäten für das Reich Gottes, sind Nummer eins. Und das ist es nicht. Das ist nicht Nummer eins. Was ist unsere Berufung? Viel Action zu machen, rauszugehen und viele große Dinge zu tun, unsere Berufung ist Gott zu lieben. Das ist unsere erste Berufung. Und wir können ihn nur lieben, wenn wir ihn kennenlernen. Und das heißt, wir verbringen Zeit mit ihm. Und wir nehmen das ernst. So viele Leute kenne ich, die fragen nach ihrer Berufung. Ich sage, da steht's doch. Das ist das Allerwichtigste. Den Herrn, deinen Gott zu lieben, von ganzem Herzen.
Aber manche Leute, wenn die von Berufung reden, sie meinen immer, was sie tun sollen. Ja? Bin ich jetzt Apostel oder Evangelist oder irgendetwas? Ich sage, vergiss das alles. Du sollst ein Freund Gottes sein, du sollst ein Liebhaber Gottes sein, du sollst Gott lernen zu lieben von ganzem Herzen. Das ist deine Berufung. Und alles andere, wie das dann praktisch gelebt wird, das kommt hinterher. Aber nicht das Erste zuerst, sondern das Erste ist wirklich, Gott auf Nummer 1 zu setzen. Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Und das ist so, das erscheint uns so nutzlos, weil da vergeht viel Zeit und da passiert ja nichts. Aber wenn wir losgehen und Action machen, ja, da passiert was, da können wir was erzählen. Aber wenn wir einfach unsere Zeit haben vor dem Herrn, lernen Gott zu suchen, lernen auf Gott zu warten, was kannst du da erzählen? Aber Gott wird kommen und Gott wird dich verändern und dich berühren. So wichtig, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Nicht nur theoretisch an ihn zu glauben, sondern ihn willkommen zu heißen und eine Beziehung mit ihm zu haben und zu sagen, okay, zeig mir die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben. Zeig mir die Dinge, ich will dein Freund sein. Dann zeig mir bitte die Dinge, weil ich ja blind bin. Zeig mir die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben, weil ich will dich nicht mehr betrüben. Ich will, dass du volle Freiheit hast, in meinem Leben zu wirken und mich zu verändern und zu prägen und dann zu gebrauchen. Ich sage es so oft, das, was Gottes Geist durch sein Wort in dir nicht tun konnte, wird er auch nicht durch dich tun. Es fängt mit dir an, es fängt mit mir an. Unsere erste Priorität ist, Gott zu suchen, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Guck mal hier, wie Jesus vorgegangen ist. Markus 3, Vers 14. Er verordnete 12. Ja, als Apostel, als Weltevangelisten, als die, die wichtig das römische Reich aufmischen. Nein, was sagt das Wort Gottes? Er verordnete 12, dass sie bei ihm wären. Wie? Ja, Gemeinschaft. Das war ihr erste Berufung, dass sie bei ihm wären. Und dann kommt das Zweite, dass er sie aussendete zu predigen. Vor dem Predigen, vor dem Rausgehen kommt etwas anderes. Gemeinschaft mit ihm. Ihn kennenlernen, bei ihm sein. Und ich habe viele getroffen, die sind fasziniert von der Idee, einen großen Dienst zu haben. Und dein großer Dienst ist, Anbeter zu sein im Geist und in der Wahrheit. Für das bist du geschaffen. Das ist deine erste große Aufgabe. Und die Frage ist, ja, was suchst du? Suchst du einen Dienst oder suchst du ein Freund Gottes zu werden, in tiefe Übereinstimmung zu kommen mit ihm? Man kann einen großen Dienst haben und doch am Ziel völlig vorbeigehen. Die Kirchengeschichte beweist das. Und wenn du schon ein bisschen länger als 20 Jahre Christ bist, dann kennst du auch Leute, die mal gebrannt haben. Boah, was haben die für Dinger getan? Und heute sind sie so weit weg, weil ihre Prioritäten nicht gestimmt haben. Matthäus 7, 21, 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Kann das sein? Kann man einen Dienst haben mit Zeichen und Wundern? Und dann am Schluss muss Jesus sagen, ich habe euch nie gekannt. Ist das möglich? Oder hat Jesus hier gedroht und von etwas geredet, was gar nicht möglich ist? Nein, ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt. Und einerseits bin ich sehr, sehr, sehr froh über diese verstärkte Betonung, die wir jetzt erleben in gewissen Kreisen, einfach von Zeichen und Wundern. Auf anderer Seite bin ich sehr besorgt, weil ich Leute treffe, für die ist das das Allerwichtigste und die Prioritäten stimmen nicht. Ich bin vor ein paar Monaten in einer Gemeinde gewesen
den ganzen Abend irgendwie fühlte ich mich unwohl und dachte, meine Güte, was mache ich hier? Habe meine Predigt irgendwie abgeliefert, aber irgendwie war da etwas, was mich zutiefst gestört hat. Ich denke, hier stimmt doch irgendwas überhaupt nicht. Aber ich hatte keinen Eindruck, kein nichts. Als ich auf mein Zimmer ging und der Hausvater dann mir gezeigt hat, wo ich übernachten würde, auf einmal fragte er mich eine Frage und ich dachte, hä? Und er sagte zu mir, kann es sein, dass der Heilige Geist jemandem sagt, er soll sich trennen von der Familie und die Familie lassen und ganz für Gott da sein? Ich sage, hä? Da ist doch mehr dahinter, erzähl mal, was ist los? Und dann hat er mir erzählt, seine Frau hat ihm vor einigen Wochen eröffnet, der Heilige Geist hat zu ihr gesprochen. Sie soll die Familie verlassen, soll sich trennen von ihrem Mann, soll sich scheiden lassen, damit sie ganz für ihre Berufung, ganz für ihren Dienst da ist. Es gibt ein gutes Sprichwort, das passt hier genau. Wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Und ich war sowas von schockiert. Ich sage, Bruder, das ist niemals, niemals der Heilige Geist. Das ist ein religiöser Geist, der die Familie und die Ehe zerstören will. Das ist nicht der Heilige Geist. Gott hasst Scheidung. Und ich habe gesagt, schönen Gruß an deine Frau. Ich hatte eigentlich Pläne, ganz früh morgens abzureisen. Ich sage, morgen früh um 8 will ich sie sprechen. Sie kam auch. Und das Erste, was sie sagte, was immer du mir erzählst, du sollst eins wissen, ich bin schon entschieden. Ich habe innerlich schon meinen Mann und meine Familie verlassen. Ich werde gehen, was immer du mir erzählst. Ich habe selten einen Menschen, der so verbohrt und versteinert und verhärtet ist, wie diese Frau. Aber die ist total aktiv. Die würde sagen, so hat sie auch mich eingeladen. Ja, wir sind eine Gemeinde, wir brennen für den Herrn. Wir sind auf der Straße, wir evangelisieren, Zeichen und Wunder. Boah, wir taufen die Leute. Und da passiert so viel. Boah, wir sind hier aktiv im Reich Gottes. So haben die mich dahin eingeladen. Und ich habe selten in meinem Leben mit jemandem so ernst gesprochen wie mit dieser Frau, ganz selten. Ich habe es von allen Seiten versucht. Ich sage, Mädel, ist es nicht möglich, könnte es nicht sein, du bist jetzt 3 Jahre beim Herrn. Ich gehe 47 Jahre mit dem Herrn. Könnte es nicht sein, ich meine nur mal rein theoretisch, dass ich etwas weiß über das Leben im Geist und über Reich Gottes, was du noch nicht weißt. Könnte das vielleicht sein? Das Argument hat überhaupt nicht gezogen. Überhaupt nicht. Okay, habe ich es von der anderen Seite versucht. Ich sage, dann sag mir, wie viele geistliche Leiter im Umkreis von 150 Kilometern hast du diese Entscheidung vorgelegt und die haben das geprüft, gebetet und den Herrn gesucht und die haben gesagt, Mädel, es ist zwar strange, aber es ist vom Herrn, mach es. Ich sage, wie vielen Leitern hast du das vorgelegt? Kannst du dir vorstellen, was die Antwort war? Keinem. Weil der Heilige Geist hat gesprochen. Und wenn der Heilige Geist gesprochen hat, dann musst du das tun, dann musst du gehorsam sein. Das war ihre Idee. Siehst du den Stolz dahinter? Da ist überhaupt nicht die Idee, dass auch die anderen den Heiligen Geist haben. Und wenn der Heilige Geist mir was zeigt, die anderen, die um mich herum sind, die Gott als mein Schutz gegeben hat in meinem Leben, die würden doch sagen, ja, das ist der Herr, go for it, do it. Und ich wäre klug genug zu sagen, wenn alle um mich herum mit dem Kopf schütteln, ich würde sagen, das müssen wir nochmal prüfen. Da machen wir erstmal gar nichts, das legen wir auf Eis, das Projekt. Und dann suchen wir den Herrn und gucken, bis wir Klarheit haben. Alleine die Tatsache, dass da Menschen, die mich lieben, um mich herum sind und nur fassungslos mit dem Kopf schütteln und sagen, niemals ist das der Herr, wäre für mich Anlass genug, egal. Und wenn der Engel des Herrn mich nachts wach geküsst hätte, ich hätte gesagt, Herr, ich bin bereit, wenn du das bestätigst. Aber sie hat einfach nur gemeint, sie hört den Heiligen Geist und sie braucht keine Bestätigung, weil das war so übernatürlich und so deutlich. Und dass das vollkommen gegen Gottes Wesen und gegen die Schrift ist, das hat sie überhaupt nicht irritiert, überhaupt nicht. Man kann durch einen religiösen Geist
der Bibelsprache benutzt, so verschlossen sein, so völlig beratungsresistent sein, dass an keiner Stelle irgendwo eine Möglichkeit ist, dieses System zu erschüttern. Es ist ein geschlossenes System. Und wenn jemand sagt, egal was die anderen sagen, ich tue sowieso, was Gott gesagt hat, in Anführungsstrichen. Ob die Schrift dagegen ist, ob erfahrene Menschen dagegen sind, egal, ich tue es, weil Gott hat gesprochen. Das ist total gefährlich. Das war das Gegenteil von einem Hirten nach dem Herzen Gottes, der sagt, ich richte mein Leben so ein, dass ich auf Nummer sicher gehe. Und nach einer Dreiviertelstunde habe ich das Gespräch abgebrochen. Ich habe gesagt, Mädel, wir kommen nirgendwo hin in unserem Gespräch. Es ist vollkommen sinnlos. Du hörst auf keine Argumente, du bist einfach nur dicht und willst nichts hören und gehst mit dem Kopf durch die Wand. Und inzwischen hat sie das vollzogen. 4 süße Jungs hat sie. Ich glaube, 2 hat sie dann mitgenommen und hat ihren Mann verlassen und hat das Haus verlassen. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und das ist der religiöse Stolz. Das ist der religiöse Stolz. Und der Heilige Geist hat so nicht geredet. Aber ein anderer Geist hat zu ihr gesprochen. Wenn sie diese übernatürliche Gewissheit hat, ist das ein anderer Geist. Und er kommt mit Bibelargumenten, du musst rausgehen, du hast die Berufung, Gott will Großes durch dich tun, durch dich kommt die Erweckung. Boah, wer hört das nicht gerne? Ja. Aber wenn eine Stimme sagt, durch dich kommt die Erweckung, spätestens dann solltest du auf die Bremse treten und sagen, ja hallo, was ist mit den anderen? Bin ich eifriger, bin ich hingegebener, bin ich entschiedener, bin ich gehorsamer als alle anderen? Hallo. Das ist gefährlich, ohne Schutz zu leben. Das ist so gefährlich, ohne Beziehungen zu leben, wo Menschen nicht nur Fans sind, die applaudieren, sondern die uns lieb haben. Und die den Mut haben, die frei sind, wir haben schon über Menschenfurcht gesprochen, die frei sind, uns die Wahrheit zu sagen. Das ist, was wir brauchen. Da sind wir im Schutz. Da sind wir auf der sicheren Seite. Es ist tatsächlich möglich, dieses Bedürfnis, das wir alle haben, nach Bestätigung, nach Wert, nach Anerkennung, nach Bedeutung, zu versuchen zu erfüllen mit einem gewaltigen großen Dienst, mit mächtigen Verheißungen und Prophetien und Träumen und Visionen und so weiter. Aber wir sind gerufen zur Gemeinschaft mit Gott, dass in der Beziehung mit ihm unser Wert bestätigt wird und aufgefüllt wird. Und wer immer versucht, mit seinem Dienst seinen Wert aufzubessern, wird kläglich scheitern. Wird kläglich scheitern. Dienst ist nicht dazu da, dich zu erfüllen, dich glücklich zu machen, dich zufrieden zu machen. Das ist ein Missbrauch und das wird sich früher oder später rächen. Und weißt du, man braucht noch nicht mal einen großen Dienst und große Verheißungen. Jeder kleine Dienst kann von uns missbraucht werden und wir hängen uns daran auf und wir denken, wir sind so wichtig. Wir hatten mal eine Situation, da war eine liebe Schwester, die war immer bereit zu dienen. Und das waren in den alten charismatischen Zeiten. Und da ging das noch so, dass man dann beim Opfer den Korb durch die Reihen ging. So ein Quatsch machen wir heute nicht mehr. Aber früher hat man das gemacht. Stell dir mal vor. Ja? Damit der Nachbar genau sieht, aha, wie viel wirft denn der da rein? Okay, jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen zulegen. So, sie hatte diesen Dienst, den Korb durch die Reihen gehen zu lassen. Ja, da fing es an, dann ging sie darüber, dann kam der Korb, dann kam es an die nächste Reihe und dann stand sie wieder da und hat den Korb. So, das war ihr Dienst. Eines Tages, ich weiß gar nicht, war die Situation, also im Gottesdienst, jetzt sammeln wir das Opfer ein. Aber der die Leitung hatte, guckte und sah sie gar nicht. Und dann hat er gesagt, okay Fritz, dann mach du das heute. Sage ich jetzt mal, ja. Und dann passierte Folgendes, dann kam sie von Toilette wieder zurück
und sah, dass Fritz ihren Dienst tut. Und du glaubst nicht, was daraus gekommen ist. Daraus wurde ein Riesenskandal. Ihr vertraut mir nicht mehr, ihr nehmt mir meinen Dienst weg. Solche Vorwürfe. Ja, wir lächeln und sagen, ja, hallo Baby, bleib mal locker, das ist doch Quatsch. Ja, ist das für dich so ein dickes Ding? Für sie war das ein dickes Ding. Ich bin der, der das Körbchen durch die Reihen gehen lässt. Also es braucht noch nicht mal Zeichen Wunder, irgendeinen kleinen Dienst, Licht anmachen oder weiß nicht was. Und du denkst, boah, ich bin doch wichtig. Und das Beispiel hat mir gezeigt, wir können irgendwas benutzen und daraus unseren Wert ziehen. Und das nennt die Bibel Götzendienst. Weil unser Wert kann nur befriedigt werden, erfüllt werden, bestätigt werden in der Beziehung mit Gott. Kein Dienst ist groß genug, diesen Hunger, diesen Durst nach Bedeutung zu stillen. Und wenn wir das versuchen, werden wir Schiffbruch erleiden. Wir werden Schiffbruch erleiden. Weil grundsätzlich der Dienst nicht dazu da ist, unseren Wert aufzupäppeln. Ja, Gott will, dass wir dienen und er hat für jeden von uns einen Dienst. Aber bevor du deinen Dienst suchst oder ihn bekommst, vorher hast du das, was die Bibel sagt, die allgemeine Berufung, die jeder hat. Gott zu suchen, Gott kennenzulernen, ein Freund Gottes zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Und die Bibel redet davon, dass es wirklich diese Gefahren gibt, diese Falle des Feindes gibt, dass man an der falschen Stelle sich irgendwie Bedeutung verschafft. Hast du mal gelesen? Saul baute sich ein Siegesmahl. Der Heilige Geist ist ganz präzise, das hat er für sich selber gemacht. Was denkst du, wenn wir von der örtlichen Presse da gewesen wären, am Einweihungstag, der weiß ja, wie das so geht, dann wird der Tuch weggezogen, wow, und alle sind ganz entzückt, ja. Und da kommt der Lokalreporter von der örtlichen Presse und sagt, ja, also jetzt müssen wir ja mal genau wissen, was sind die Hintergründe und was war die Motivation und wofür ist jetzt dieses Denkmal da? Was denkst du, was Saul gesagt hätte? Alles für den Herrn. Glory be to God. Ja, das ist alles zur Ehre Gottes. Aber den Heiligen Geist kann man nicht betrügen. Man kann ihn betrügen, aber nicht betrügen. Man kann ihn nicht täuschen. Und der Heilige Geist sagt, nein, nein, das hat er für sich selber gemacht. Er baute sich selbst ein Siegesmal. Und wahrscheinlich dreimal am Tag guckt er aus seinem Palast, wow, da ist mein Denkmal. Und hat sich daran ergötzt, was für ein prächtiger Kerl er ist. Das ist Götzendienst, das ist Selbstanbetung. Und das gibt es auch heute noch, viel in der Gemeinde. Und die Prioritäten sind falsch. Ja. Guck mal, dann hat der Prophet ihn überführt, dass er gesündigt hat. Ja, weil er sollte warten auf den Propheten. Und er sagte, ja, dann liefen die Leute schon auseinander und da wagte ich es und dann habe ich geopfert. Aber der Prophet hat gesagt, du wartest, bis ich komme. Und er ist extra verspätet, um zu sehen, was der macht. So, dann schwamm ihm die Felle davon und hat er geopfert und der Prophet hat ihn zurechtgewiesen. Und Saul scheint irgendwie Buße zu tun, ja, ich habe gesündigt. Und was sagt er danach? Jetzt komm mit mir und ehre mich vor dem Volk. Da siehst du, was seine Buße war. Nur ein Lippenbekenntnis. Das Einzige, was ihn interessiert hat, dass er jetzt geehrt wird vom großen Propheten vor seinem Volk. Wenn er doch gesagt hätte, du, es ist furchtbar und ich muss das jetzt von den Leuten bekennen, ich muss mal die Hose runterlassen, muss mal sagen, was für ein erbärmlicher Mensch ich bin und was ich da gemacht habe und ich will das bekennen jetzt und das fällt mir nicht leicht. Kannst du mitkommen und Händchen halten mit mir auf der Bühne und dann will ich das irgendwie bekennen? Nein, komm du mit und ehre mich. Gerade hat er noch gesündigt. Und was will er haben? Ehre von den Leuten. Siehst du, wie krank das ist? Wenn die Prioritäten falsch sind und man sucht das Verkehrte und denkt, das macht einen glücklich. Ja, wenn du es nachlesen willst, 1. Samuel 15, Vers 30.
Ich habe jetzt gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, meinen Gott, anbete. Das trieft ja nur so von Unechtheit und von Religiosität. Die sollen jetzt alle sehen, wie er seinen Gott anbetet. Das erinnert mich an die Pharisäer, von denen es heißt, die taten lange Gebete zum Schein. Damit alle gesehen haben, boah, sind die hingegeben, meine Güte, oh, ich wünschte, ich wäre auch so ausgeliefert wie die. Alles nur Theater, alles nur Schein. Und jahrzehntelange Erfahrung und viele, viele Gespräche und viele Konfrontationen haben mich gelehrt, es gibt Menschen, die sind christlich-charismatisch sozialisiert. Die wissen, wann die Hände zu heben sind, die wissen, wann sie Amen zu sagen haben, die wissen, was sie zu tun haben, damit sie so mitschwimmen und miterkannt sind. Aber ihr Herz will was ganz anderes. Ihr Herz will was ganz anderes. Und wie Sven richtig gesagt hat, Gott schafft Situationen, wo Herzen offenbar werden. Gott schafft die passenden Situationen, wo die Herzen offenbar werden. Lass uns einmal in die Bibel schauen, was da über Prioritäten im geistlichen Leben gesagt wird. Eins haben wir schon gehört, die Situation Martha und Maria. Martha war beschäftigt. Und Maria saß zu den Füßen Jesu und saugte jedes Wort in sich auf und hing an den Lippen vom Meister. Und was sagt Jesus? Martha, Martha, du bist um vieles besorgt. Das war kein Lob. Es ging weiter. Aber eins ist nötig, nicht vieles, eins ist nötig. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Eins ist nötig, nicht vieles, eins. Das heißt nicht, dass nach dem einen nicht noch andere Dinge kommen. Ich rede nicht davon, wir werden Einsiedler und wir beten den ganzen Tag und wir tun gar nichts mehr, außer irgendwie beten oder auf den Herrn warten oder irgend sowas. Davon, von der Gefahr sind wir weit entfernt. Das ist nicht unser Problem. Ja? Aber Action. Wow, da geht die Post ab, da tun wir was und da passieren sogar Dinge, da geschehen Heilungen und Zeichen und Wunder. Ja, dann ist es ja von Gott. Seit Jahrhunderten, mindestens seit Beginn der Pfingsterweckung 1900, hat das Volk Gottes diese eine Lektion nicht gelernt. Immer noch nicht. Wenn Zeichen und Wunder passieren, ist das nicht der Beweis, dass Gott mit allem, was dieser Diener oder diese Dienerin sagt und tut, von Gott beglaubigt und bestätigt ist. Das ist einfach nicht so. Das ist nicht, was die Bibel sagt und das ist nicht, was unsere Erfahrung sagt. Ich kann mich sehr gut erinnern, das ist auch schon viele Jahre her, da gab es eine Bewegung, von der man nichts mehr hört, weil sie wegen viel, viel Widerstand, berechtigten Widerstand und Kritik jetzt in den Untergrund gegangen ist, auch teilweise sich aufgelöst hat. Aber es gab diese Bewegung. Und zwei Pastoren unterhalten sich und der eine sagt, du, was hältst du von Wort und Geist? Und der eine sagt, der andere sagt, ich weiß nicht so, ich habe so ein komisches Bauchgefühl, ich habe da meine Fragen. Und der andere Pastor sagt, aber da passieren doch Wunder. Als wenn das irgendwie das Totschlagargument ist, damit müssen wir nicht mehr prüfen, den Leiterschaftsstil, das Miteinander und den Frauentausch und all diese ganzen, das ist alles irgendwie, da passieren ja Wunder. Wie naiv wollen wir sein? Ja, und ich habe, glaube ich, irgendwo in der Fragestunde, wo habe ich schon erwähnt, die Heilungserweckung, ja. Hunderte von vollmächtigen Evangelisten, die alle ein Riesenzelt hatten und Tausende von Leuten angezogen haben. Und da sind Dinge passiert, wirklich unglaublich, absolut spektakulär. Und von diesen Hunderten von Heilungsevangelisten haben das vielleicht maximal eine Handvoll überlebt. Und der Rest gestorben, verunglückt, ermordet, Psychiatrie, im Suff, was weiß ich. Gescheitert. Von Hunderten, vielleicht fünf haben es überlebt.
Zeichen und Wunder ist nicht das Erste. Und wenn du deine Prioritäten verschiebst und das Erste für dich nicht mehr das Erste ist, du wirst Chaos erleben in deinem Leben. Vielleicht denkst du, ich bin gegen Zeichen und Wunder. Nein, ich bin für einen gesunden Dienst, der über Jahrzehnte geht, ohne Skandale. Für das bin ich. Und das braucht die richtigen Prioritäten. Und das braucht, dass wir unserem eigenen Eifer absterben. Ja, es gibt einen frommen Eifer, der uns treiben will. Und wie können wir dem absterben? Indem wir sagen, Herr, ich habe um mich herum Brüder und Schwestern, die für mich beten, die mich lieben. Und wenn ich anfange, komische Entscheidungen zu treffen, dann warten die nicht lange, sondern sagen, hey, wir müssen mal reden. Da stimmt was nicht. Da habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ja. Darin ist unser Schutz. Das sind Hirten nach dem Herzen Gottes, die besonnen sind, die nicht irgendwie sagen, ja, steht hier in der Bibel, wir müssen losgehen, wir müssen es machen. Hallo, lass uns weitergehen, was die Bibel sagt über Prioritäten. Apostelgeschichte 6, die Erweckung war voll im Gange. Und was sagen die Leiter? Es ziemt sich nicht, dass wir das Wort Gottes verlassen und bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geist und Weisheit. Die wollen wir für diesen Bedarf bestellen. Wir aber wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Gebet und Dienst des Wortes, nicht Evangelisation, nicht raus und Zeichen und Wunder. Was war für sie das Erste? Gott suchen, die Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes Worte zu empfangen, die die Herde ernähren würden. Das geht nur in der Gegenwart Gottes. Das geht nicht am Samstagabend schnell irgendwie eine 3-Punkte-Predigt zusammenstricken, sondern das fängt am Montag an. Das Wort zu bedenken, zu bebrüten, so wie die Schaubrote, die mussten liegen in der Gegenwart Gottes. Und dann ist Kraft in dem Wort und das trifft und motiviert oder überführt oder tut das, was es halt tun soll. Es heilt, es baut auf und so weiter. So, obwohl Jesus ihnen gesagt hatte, geht hin in aller Welt, haben die gesagt, nein, wir bleiben. Weil sie verstanden haben, was ihre Aufgabe war als Leiter. Sie waren ja nicht gegen den Missionsbefehl, aber sie waren dafür, ihr Leben so einzurichten, dass alles in seiner Ordnung stattfindet. Wir wollen bleiben im Gebet und im Dienst des Wortes. Halleluja. Apostelgeschichte 14. Da schreibt Lukas, in Antiochia, da waren Propheten und Lehrer. Also das waren schon heavy Typen. Das waren nicht irgendwelche, sondern das waren die hochkarätigen Leiter. Und was sehen wir, was tun die? Sie dienten dem Herrn. Ja, ich denke, die müssen auf die Straße. Sie dienten dem Herrn. Und dieses mit Fasten, ja, und dieses Wort dienten ist dasselbe Wort, was an anderen Stellen gebraucht wird, priesterlich dienen, den Dienst von Priestern und Leviten ausführen. Mit wie vielen ältesten Teams habe ich gesessen und habe gesagt, Leute, eure erste Aufgabe ist nicht die Gemeinde. Eure erste Aufgabe ist, vor Gott zu stehen für eure Gemeinde und Gott anzubeten und dafür zu sorgen, dass da ein Loch in den Himmel gepickt wird und dass der Heilige Geist als Geist der Furcht des Herrn auf eure Gemeinde kommt. Das ist euer erster Dienst. Das ist eure Aufgabe. Nicht Action, nicht alle möglichen Dinge sich ausdenken und rennen und hier und da. Die Leiterschaft, sie diente dem Herrn priesterlich. Haben keine Pläne geschmiedet, die waren einfach vor Gott und haben ihn angebetet, weil sie verstanden haben, Jesus hat gesagt, der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das Erste. Und wenn das Erste nicht das Erste ist, wird alles andere schief gehen. Vielleicht nicht in dem ersten Jahr, vielleicht auch nicht in den ersten 5 Jahren, aber es wird schief gehen. Wenn die Prioritäten nicht stimmen, dann wird es Probleme geben. Kein Dienst ist dafür da, egal wie großartig er ist, uns zu sättigen. Nur die Gegenwart Gottes, die Freundschaft mit Gott,
dieses Genießen, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich bin angenommen. Das Angesicht Gottes leuchtet über mir. Gott freut sich über mich. Nur das kann dich sättigen. Und wo kommt geistlicher Missbrauch her? Wo kommt dieses Antreiben her? Schneller, höher, weiter, mehr, mach doch! Weil ein Leiter von der Frucht seines Dienstes leben will. Er will eine große Gemeinde haben. Warum? Weil er nicht mehr der letzte Pimpf im Pastorentreffen sein will, auf den alle runtergucken. Ja, ich bin jahrelang im Pastoren, ich weiß, was da für Spielchen ablaufen. Da gibt es große Parallelen zum Sandkasten. Wo die Kinder sich bekriegen und bekämpfen und einander übertrumpfen wollen und was Besseres bauen wollen. Und das gelingt mir nicht, dann mache ich dein Sandkästchen, auch dein Sandtürmchen auch kaputt, wenn es bei mir schon nicht funktioniert. Solche Dinge laufen da ab. Und die Großen schauen auf die Kleinen herab und sagen, wenn du doch nur so clever wärst wie ich, wenn du doch nur dieses Gemeindewachstumsprogramm befolgen würdest, dann hättest du auch eine große Gemeinde. Und die Idee ist, größer ist besser. Größer ist gesegneter. Wo steht denn das in der Bibel? Wo sehen wir, dass Gott an Zahlen interessiert ist? Gott ist an Herzen interessiert. Und darum läuft das auch so billig ab wie möglich. Wenn Pastoren zusammen sind, muss man darauf achten, wenn du die Gelegenheit hast. Es dauert nur wenige Minuten. Zwei Pastoren treffen sich, die sich nicht kennen. Es dauert wenige Minuten, bis die Frage kommt. Und wie viel hast du am Sonntag? Das ist die entscheidende Frage. Die sagen ja nicht, wie viel hast du, die in sexueller Reinheit leben? Wie viel hast du, die fasten und beten und die in wirklicher Demut dienen? Nein, wie viel hast du am Sonntagmorgen? Die fragen nicht, wie viel hast du in der Gebetsnacht? Weil das wäre schon wieder ein anderer Punkt. Ja? Also das Billigste von allem, wie viel kommen da am Sonntag und wärmen deine Stühle? Das ist, was sie fragen. Und hoffen, der hat eine kleinere Zahl. Das ist wie beim Poker. Ja? Und dann können sie sich gut fühlen. Jemand hat mir eine Website gezeigt, ich weiß nicht, ob die jetzt noch so ist, aber es ist noch nicht viele Jahre her. Eine große, dynamische, wachsende Gemeinde in den USA. Und sie verspricht auf ihrer Website, wenn du Pastor bist und du schließt dich ihnen an und du übernimmst ihr Wachstumskonzept, du wirst garantiert, egal wie klein deine Gemeinde ist, du wirst garantiert mindestens 1000 Leute haben. Was meinst du, wie die Pastoren rennen? Auch in Deutschland. Sie rennen und kopieren ein Programm. Und keiner macht sich die Mühe, ist dieses Programm irgendwie mit Bibel in Übereinklang zu bringen? Es funktioniert und wenn es funktioniert, was willst du dann? Dann ist es von Gott. Hallo, das ist nicht die richtige Sichtweise. Falsche Prioritäten ist so ein Problem. Und das Erste muss das Erste sein. Ja. 1. Timotheus 1, 12. Was sagt Paulus über seinen Werdegang? Ich danke Gott, der mir Kraft gegeben hat, der mich treu erachtet hat und in den Dienst gestellt hat. Drei Dinge, sagt er. Gott hat mir Kraft gegeben, Gott hat mich treu erachtet und Gott hat mich in den Dienst gestellt. Und weißt du, wenn du mal darüber nachdenkst, das Wichtigste lässt er hier aus, damit du eine kleine Denksportaufgabe hast. Was ist das Wichtigste in der ganzen Sache? Gott hat Kraft gegeben, okay. Und jetzt was? Jetzt musst du diese Kraft anwenden und Treue lernen. Und wenn du Treue gelernt hast und Treue erweist, dann erachtet Gott dich für treu. Das macht er nicht im Glauben. Sondern er guckt, was machst du jetzt mit der Kraft Gottes? Und wir alle, wenn wir uns bekehrt haben, wurden erfüllt vom Heiligen Geist, können neu in Zungen sprechen und wir haben jetzt eine kleine Kraft bekommen. Und die reicht aus, um jeden Tag das Fleisch zu kreuzigen. Jeden Tag. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch will nicht beten, will nicht Gott suchen, will nicht dienen, will nicht Demut lernen. Das Fleisch will gar nichts. Außer seinen Weg haben. Weiter nichts. Und wir haben die Kraft bekommen, dieses Fleisch zu überwinden. Jeden Morgen. Falls du mehr russisch orientiert bist und nicht verstehst, was ich sage. Kajde Utra. Jeden Morgen.
Jeden Morgen. Jetzt hat es auch die letzte verdammt. Halleluja, siehst du. Dafür ist die Kraft da. Nein, da habe ich keine Zeit zu. Das macht auch keinen Spaß. Und außerdem müssen wir rausgehen und die Welt retten. Und die Leute gehen verloren. Und ich sitze hier vor dem Herrn und da passiert gar nichts. Hallo. Jesus hat gesagt, der Vater schaut in das Verborgene und er wird es belohnen. Einfach sitzen, Gott anbeten, das Wort nehmen, das Wort zu ihm bringen und dafür gibt es Lohn. Das ist doch fantastisch. Ja, das ist unsere Aufgabe. Und du sagst, wie lange soll ich das machen? 2 Wochen? 20, 30, 40, 50 Jahre. Manche Leute hören motivierende Botschaft über Gebet oder Gott suchen und dann sagen sie, das mache ich jetzt auch. Aber sie haben sich nicht entschieden, weil es Gott will, weil es der Wille Gottes ist, werde ich das jetzt anfangen und nie wieder aufhören. Sondern sie sagen, ich probiere das mal. Ich sage, da ist schon der Fehler. Ja? Jemand hört von mir eine Lehre über den Zehnten und dann schreibt er ganz voller Protest und beschwert sich. Er hat das gehört und er hat geglaubt, das ist die Wahrheit. Und er hat es probiert und es hat nicht funktioniert. Ich sage, wie oft hast du dein Zehnten gegeben? Ja, einmal. Ich sage, du hast nichts verstanden. Du sollst mit deinem Geld Gott ehren. Wie lange ehrst du ihn? Bis du ins Grab sinkst, so lange ehrst du ihn. Ja? Und wenn du sagst, ich probiere es mal, hast du schon verloren. Da hast du schon verloren. Ja? Weil der Teufel hat genügend Power, wenn du es einmal probierst, das zurückzuhalten. Du musst dich im Geist durchsetzen. Du musst lernen, das Fleisch zu unterwerfen und zu sagen, ich tue, was richtig ist, was notwendig ist, nicht wozu ich Lust habe. Und wenn wir nicht ein systematisches, regelmäßiges, tägliches Gebetsleben entwickeln, vergiss die Idee von einem Dienst, vergiss die Idee. Du wirst nie einen Dienst haben, niemals. Aber wenn du treu bist mit der Kraft, die Gott dir gegeben hat, dann wird der Tag kommen, wo Gott dich als treu erachtet. Und dann setzt er dich in den Dienst. Halleluja. Am Anfang meines Dienstes hat Jesus mir ein Wort gegeben und hat gesagt, wenn du mit dem treu bist, was du hast, werde ich dir erlauben, mit dem zu dienen, was ich habe. Heute unsere Projekte, unsere Unterstützungen von Bibelschule, von Gemeinden, von Diensten, von Literaturprojekten, das geht richtig ins Geld. Ich habe dieses Geld nicht, aber er hat es und er gibt es uns. Jedes Mal. In 25 Jahren nicht ein Projekt, nicht eine Reise nach Zentralasien oder irgendwas abgesagt, weil kein Geld da war. Niemals. Und in 25 Jahren habe ich nicht einmal einen Bettelbrief geschrieben. Nicht einmal habe ich gesagt, Leute, da ist das große Projekt und wenn ihr jetzt nicht gebt, dann fällt das ins Wasser und das könnt ihr euch doch nicht erlauben und ihr müsst doch und jetzt helft mir alle. Nicht ein einziges Mal habe ich um Geld gebeten für unseren Dienst. Einmal ja, für die Bibelschule in Albanien habe ich einen Aufruf gemacht, aber nicht für unseren Dienst. In 25 Jahren nicht ein einziges Mal. Und alle Projekte wurden bezahlt und werden bezahlt. Gott hat das Geld. Er ist willig. Was wollen wir mehr? Er ist reich und willig. Ich meine, eine bessere Kombination gibt es ja gar nicht. Und woran liegt das dann, dass so viele Gemeinden knapsen und kein Geld haben? So viele Missionswerke müssen herzzerreißende Bettelbriefe schreiben. Warum ist das so? Ist Gott arm? Es gibt sogar eine bestimmte Gruppierung, die gehen noch mit einer Sammelbüchse auf die Straße. Oder ich weiß nicht, ob sie es inzwischen schon vor lauter oder mit Klugheit endlich eingestellt haben. Wie kann das sein? Man geht mit der Sammelbüchse durch die Kneipen und sammelt ein paar Groschen ein, damit dann mit diesem Geld die Heiden evangelisiert werden sollen. Was kriegen da die Leute für einen Eindruck von Gott? Der kann nicht mal seine eigenen Projekte bezahlen. Der muss jetzt die Heiden noch zur Kasse bitten, damit er dann die Heiden mit dem Geld der Heiden evangelisieren kann. Das ist doch krank. Amen, das ist total irrsinnig, so etwas. Ja, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der ist unermesslich reich und großzügig. Oh, Halleluja.
reich und großzügig. Und die Idee ergibt einen Auftrag. Und dann sagt er, ja, leider bei uns die Finanzen ein bisschen klamm, weiß der Krise. Sieh mal zu, wie du das jetzt bezahlst. Das gibt es nicht. Gott bezahlt, was er bestellt. Und wenn der Leiter einen großen Palast hinbauen, weil Gott gesprochen hat, und 10 Jahre später haben sie Millionen von Schulden. Ich sage dir eins, es war nicht Gott. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Gott macht keine Schulden. Der hat so viel Geld, der weiß nicht, wohin damit. Nachher, wir laufen auf Straßen von Gold. Weißt du das? Ja. Wir laufen auf Straßen von Gold. Ja. Und da werden wir nicht irgendwie Kies von der Straße aufsammeln. Boah, das gehe ich jetzt eintauschen irgendwo in der Wechselstube. Wir laufen auf Gold. Das ist Schotter. Da laufen wir einfach drüber. Gott ist groß und Gott ist treu. Aber wenn wir dummes Zeug machen, wenn unsere Prioritäten nicht stimmen, dann dürfen wir uns nicht beklagen, dass es nicht funktioniert. Er bezahlt seine Sachen. Oh Mann. Da kommt noch so viel jetzt hier, meine Güte. Aber wir haben ja nichts anderes vor. Und dass die Zeit vor dem Herrn so schön und so lange war, das bereuen wir ja nicht. Wir haben schon aus Apostelgeschichte 20 gehört, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und dann kommt eine weitere Aufforderung und eine weitere Aussage von Paulus. Ich übergebe euch dem Wort seiner Gnade. Ich übergebe euch dem Wort seiner Gnade. Und was ich jetzt tun will in dem zweiten Teil, ich möchte euch euer Verständnis wecken oder schärfen für den Zusammenhang zwischen Wort Gottes. Paulus redet von den gesunden Worten, 1. Timotheus 6,3, die gesunden Worte unseres Herrn Jesus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Das ist ein Zusammenhang zwischen Lehre und Gottesfurcht. Und der ist total wichtig. Und jeder Leiter, jeder angehende Leiter, jeder Mitarbeiter muss das kennen. Und nicht nur kennen in dem Sinne, dass er das schon mal gehört hat, sondern das umsetzen in seinem Leben. Die gesunden Worte und die Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Was ist das Merkmal von gesunder Lehre? Es bringt Gottesfurcht hervor. Es lässt Gottesfurcht wachsen. Das ist das Merkmal von gesunder Lehre. Sprüche 13, Vers 14. Die Lehre des Weisen. Wer ist der Weise? Gott, der Heilige Geist. Niemand ist weiser als er. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle, dass man meide die Stricke des Todes. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Und das ist der Heilige Geist, der unser Lehrer sein will. Und dieser Heilige Geist war auf Jesus, der Geist der Weisheit und der Geist der Furcht des Herrn. Und der soll auf uns auch sein. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Eben haben wir gehört, die Lehre des Weisen ist eine Quelle, um die Stricke des Todes zu meiden. Jetzt auf einmal heißt es, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Stricke des Todes. Wenn Lehre nicht dazu führt, dass die Furcht des Herrn wächst, dann ist es nicht gesunde Lehre und dann verschwenden wir unsere Zeit, das uns anzuhören und das wird uns nichts nützen. Das Ziel ist, dass unsere Haltung wächst und stärker wird in der Furcht des Herrn. Das ist unser Ziel. Das ist Gottes Ziel für uns. Und wenn wir klug sind und wenn wir Hirten nach seinem Herzen sein wollen, dann werden wir in Übereinstimmung mit ihm beten und suchen und trachten. Und wir wissen eins, wir brauchen die Furcht des Herrn.
Das ist die einzige Garantie, wenn Jesus nicht wiederkommt, dass du in 30, 40, 50 Jahren immer noch auf Spur bist. Das ist die einzige Möglichkeit. Und ich hoffe, wir haben alle diese Entscheidung getroffen. Ich will nicht jetzt irgendwie einen tollen Dienst haben, wie so eine Sternschnuppe. Ah! Und dann verglüht sie. Und für kurze Zeit war mal dein Name in aller Munde. Ich habe viele Sternschnuppen gesehen in 47 Jahren, glaub es mir. Sondern wir sollen leuchten wie Sterne, nicht wie Sternschnuppen. Die Sterne sind immer noch da. Die Sternschnuppen sind schon wieder weg, aber die Sterne sind immer noch da. Und wir sollen leuchten wie die Sterne. Und das geht nur durch die Furcht des Herrn. Jeremia 32, Vers 40. Da haben wir eine der, die wichtigste Segnung der Furcht des Herrn. Und das ist ein Vers, der beschreibt die Essenz, das Wichtigste, das Zentrum des neuen Bundes. Und wenn immer du Lehre über den neuen Bund hörst, und das ist ja jetzt sehr modern geworden, und da fehlt die Vokabel Furcht des Herrn, I tell you, klops in die Tonne, klops in die Tonne. Das Zentrum unserer Beziehung zu Gott, das Zentrum des neuen Bundes ist Furcht des Herrn. Das ist das Zentrum. Natürlich, wir wissen, denke ich, hoffe ich alle, dass Furcht des Herrn ja nichts mit Angst zu tun hat. Ja? Das hat nichts mit Angst zu tun. Ich werde das gleich noch ein bisschen mehr erklären. Jetzt erstmal der Text hier. Ich will Ihnen einerlei Herz und einerlei Wandel geben, dass Sie mich allerzeit fürchten, Ihnen selbst zum Besten und Ihren Kindern nach Ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit Ihnen schließen, dass ich nicht von Ihnen ablassen will, Ihnen wohlzutun. Und ich will meine Furcht in Ihr Herz geben. Für was? Dass Sie nicht von mir weichen sollen. Was macht die Furcht des Herrn? Die hält uns in enger Verbindung, in enger Beziehung zu Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn er bleibt in mir, dann bringt er viel Frucht. Und die Furcht des Herrn sorgt dafür, dass wir bleiben bei ihm, dass wir nicht weichen. 2. Mose, Kapitel 28. Da ist das Volk Israel, gerade rausgerettet aus der schrecklichen Herrschaft des Pharaos. Was? 2. Mose 20. Und da ruft der Herr sie zum Berg. Und da kommt diese machtvolle Erscheinung Gottes. Ich lese mal ab Vers 18. Gott kommt herab und das ganze Volk nahm den Donner und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns. Und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden. Da wurde das System eines Pastors erfunden, der für uns beten geht, der uns für uns die Gegenwart Gottes sucht. Rede du, geh du auf den Berg, hör du und dann sag du uns, was du gehört hast. Aber wir wollen nicht in seine Gegenwart. Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht des Herrn vor ihm vor Augen sei und damit ihr nicht sündigt. Die Furcht des Herrn ist die einzige Kraft, die uns hilft, ein reines Leben zu führen. Wir haben heute gehört über Reinheit. Und in meinen Augen ist diese Pornografiesucht die größte Herausforderung für die Gemeinde heutzutage. Und fast nirgendwo wird darüber geredet. Und ich frage mich, wie kann das sein? Warum ist das wohl so? Warum trauen sich Pastoren nicht, darüber zu reden? Ich habe meinen Verdacht, aber den behalte ich für mich. Die Furcht des Herrn soll uns vor Augen sein, damit wir nicht sündigen.
Also Sieg über Sünde ist die gewaltige Segnung. Bleiben in der Gegenwart Gottes. Sprüche 14, 27. Nee, ich glaube, das ist falsch. Sprüche stimmt schon mal. Augenblick, hier ist ein Fehler in meinem Konzept, das haben wir gleich. Sprüche 16, Vers 6. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Viele versuchen mit Willenskraft Versuchungen zu überwinden, Sünde zu besiegen. Das funktioniert nicht. Und wer das schon eifrig versucht hat, hat schon gelernt, die Sünde ist immer stärker. Es geht nicht mit Willenskraft. Es geht durch Gnade. Und Gnade hat nichts mit Willenskraft zu tun, sondern Gnade hat was damit zu tun, dass du beschenkt wirst. Dem Demütigen gibt er Gnade. So durch die Furcht des Herrn weichen wir vom Bösen. Sprüche 8. Jetzt wird erklärt, ja, wie funktioniert denn das, dass wir durch die Furcht des Herrn vom Bösen weichen? Die Furcht des Herrn, Sprüche 8, Vers 13, bedeutet, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bringt dir bei, das Böse zu hassen. Und das, was du hast, wirst du meiden. Da musst du nicht dich groß anstrengen. Das, was du hast, wirst du meiden. So hält die Furcht des Herrn dich auf der geraden Straße. Halleluja. Und viele, viele andere Segnungen. Vielleicht noch eine will ich erwähnen. Wenn wir in der Furcht des Herrn leben, wir sind nicht einzuschüchtern. Und der Feind versucht, Leiter einzuschüchtern. Mit Gerüchten, mit negativen Perspektiven, mit irgendwelchen Schreckensszenarien, die jetzt irgendwie kommen gegen uns und gegen unser Land. Und es kommen schlimme Dinge. Aber das ist ein großer Gott. Das ist ein großer Gott, der weiß, sein Volk zu bewahren. Als die Gerichte über Ägypten gingen, was war mit seinen Leuten? Die wurden geschützt, die wurden bewahrt. Auf übernatürliche Art und Weise. Die Plagen waren überall, aber da, wo die Kinder Gottes waren, waren keine Plagen. Ja? Und am Ende vom Alten Testament gibt es dieses wunderbare Wort. Es wird noch mal einen Tag geben, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und dieser Tag ist nahe und man wird einen Unterschied sehen. Und dass wir ohne Angst leben können, dass wir sicher sind in unsicheren Zeiten, wird eines der mächtigsten Evangelisationswerkzeuge sein für die Heiden. Denn die Bibel sagt, die werden alle eingeschüchtert sein. Die werden alle, ihr Herz wird verschmachten vor Furcht in Erwartung all der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und wenn dann diese eingeschüchterten, verängstigten, kurz vorm Herz Infarkt stehenden Heiden einen Menschen sehen, wie der aufrecht und mit Freude und Hoffnung in den Augen über die Straße geht, sagen sie, da ist wieder einer von diesen Himmelsbürgern. Und ich hänge mich an den und ich sage, du sagst mir jetzt dein Geheimnis. Wie kannst du in diesen Zeiten voller Zuversicht sein, ohne Depression? Sag es mir jetzt. Das ist Power-Evangelisation. Ich sage nicht, dass keine Zeichen und Wunder kommen. Es werden machtvolle Zeichen und Wunder kommen. Aber diese Furchtlosigkeit wird eines der mächtigsten Evangelisationswerkzeuge sein. Lass uns zu Psalm 112 gehen. Psalm 112. Und da werden fantastische Segnungen beschrieben. Und das sind alles Segnungen des einen Mannes, der den Herrn fürchtet. Psalm 112, Vers 1. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Und dann heißt es hier in Vers 7, vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht. Was ist die Waffe gegen Angst? Vertrauen zu Gott. Das ist die Waffe Gottes gegen Angst. Es gibt ein fantastisches Buch,
Was ich sehr empfehle, ist auch in meiner Literaturliste, das habe ich noch gar nicht gesagt, die Konzepte von unseren Teachings von diesem Wochenende gibt es mit ein paar Tage Verspätung, weil wir müssen noch ein bisschen das lesbar machen. Und da hast du viele, viele Schriftstellen und viele Sachen, die wir hier nicht gesagt haben, die aber im Konzept sind. Und am Ende sogar gibt es noch eine Literaturliste. Und da ist ein Buch, das hieß früher Die Furcht des Herrn, jetzt heißt es auch nicht schlecht, Gott fürchten heißt ihm vertrauen. John Bevere, eines der besten Bücher, vielleicht das beste Buch, was ich kenne. Wer kennt John Bevere? Oh doch, ein ganz Teil, super, super. Okay, und diese Neuauflage heißt jetzt, Gott fürchten heißt ihm zu vertrauen. Es ist aber dasselbe Buch. Nur den Titel haben sie jetzt verändert. Und ihr wisst, dass die Bibel davon redet, dass am Ende der Tage, bevor Jesus kommt, die Gemeinde wiederhergestellt wird, voller Herrlichkeit, voller Kraft, voller Autorität und gleichzeitig verfolgt wird. Und das passt zusammen. Ja? Aber die Gemeinde wird in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis geben von Jesus und seine ganze Botschaft bringen, inklusive der Wiederkunft Jesu. Und sie wird über die Maßen gesegnet sein, aber doch verfolgt. Und eine Prophetie in Bezug auf diese Zeit, Jesaja 33,6, deine Zeiten werden gesichert sein, eine Fülle von Heil und Weisheit und Erkenntnis. Also Heil, ja, das ist alles. Kaputte Ehen werden heile, kranke Menschen werden heile, Toten stehen auf. Gewaltige Dinge, die einfach beweisen, was Jesus am Kreuz von Golgatha erworben hat für uns. Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist ihr Schatz. Verstehst du, was das bedeutet? Weil sie die Furcht des Herrn haben, deswegen haben sie alle diese Segnungen. Nicht, weil sie die Segnung gesucht haben, nicht, weil sie Heilung gesucht haben, nicht, weil sie Zeichen und Wunder gesucht haben oder Weisheit und Erkenntnis, sondern weil sie die Furcht des Herrn an Nummer 1 gesetzt haben. Deswegen haben sie alle diese Dinge. Und das ist mein Appell für uns hier. Sprüche 23,17. Wenn du ein Leiter nach dem Herzen Gottes sein willst, Hirte nach dem Herzen Gottes, dann wirst du das hier tun. Dein Herz trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Jeden Tag. Okay, wenn ich mein Gebetsleben anschaue, das ist nicht so. Aber mehrmals die Woche bete ich, Herr, gib mir mehr von der Furcht des Herrn. Nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche. Gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Lass mich wachsen in der Furcht des Herrn. Oder ich formuliere es anders, ein anderes Gebet, was dasselbe Ziel hat. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Und lehre mich zu hassen, was du hast. Weil wir haben gesehen, die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Warum sind wir bereit, so viel Böses wie üble Nachrede oder Völlerei oder Pornosucht oder was weiß ich, warum sind so viele Gemeinden bereit, das in ihrer Mitte zu tolerieren? Warum? Weil sie das nicht hassen. Weil sie keinen Hass haben auf das, was zerstört. Weil sie keinen Hass haben auf die Dinge, die der Teufel benutzt und in die Gemeinde bringt, um die Gemeinde kaputt zu machen. Sie haben keinen Hass, sondern die sind lieb. Es gibt sogar Lehren, die sagen, und wenn dein Bruder total verkehrt ist, ist es nicht deine Aufgabe, ihn zu konfrontieren. Du musst ihn nur lieben, das macht nur der Heilige Geist. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn dein Bruder sündigt, dann was? Geh hin. Wohin? Zum Supermarkt. Nein, zu ihm. Und halt ihm das vor. Das ist, was die Bibel sagt. Und es gibt richtig Lehren, die sagen, nein, das dürfen wir nicht, das müssen wir Gott überlassen, richte nicht. Und ich finde es schon interessant, wenn du über solche Dinge sprichst, das Einzige, was dann kommt, richte nicht. Ich sage, ja, und kennst du die Schriftstelle, wo Jesus sagt, richtet? Wie, jetzt? Nee. Guck
komisch. Lukas 6 kennen sie alle. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Aber richtet ein gerechtes Gericht. Und da geht es um die Beurteilung von Diensten. Das ist der Kontext, weil die den Dienst Jesus nicht beurteilen konnten. Richtet ein gerechtes Gericht. So der Gott, der verboten hat zu richten, gebietet zu richten. Ja, jetzt bin ich von Socken. Jetzt verstehe ich ja gar nichts mehr. Das ist ja verwirrend. Nein, ist gar nicht verwirrend. Das heißt, es gibt ein verbotenes Richten und es gibt ein gebotenes Richten. Und Hirten nach dem Herzen Gottes können das unterscheiden. Die wissen, was verbotenes Richten ist und die werden sich dagegen stellen und werden dafür sorgen, in den Kreisen, wo sie Verantwortung haben, dass das aufhört. Solche Geschichten wie, ja, den Prediger, den darfst du nicht hören. Weißt du nicht, dass der früher Drogen genommen hat? Hallo, was ist denn das für ein Argument? Wir alle haben eine schlimme Vergangenheit, nicht wahr? Sind wir nicht neue Kreaturen in Christus? Ist das nicht alles vorbei? Sind wir nicht vergeben, gereinigt und abgewaschen? Was ist denn das für ein Argument? Ja, der hat früher schlimme Dinge getan. Hallo, das geht doch nicht. Das ist Richten. Ja, der hat mal einen Fehler gemacht. Ja, dass der Buße getan hat, das erwähnen wir nicht, aber der hat einen Fehler gemacht. Hallo, wir alle machen Fehler. Wenn du mir erzählst, du gehst Jahrzehnte mit dem Herrn und du hast noch keinen Fehler gemacht, dann sage ich, Herr, sende deinen Geist der Wahrheit und bring Buße und bring realistische Selbsteinschätzung. Das ist nicht so. Wir machen Fehler. Aber wir können lernen und wir können zurechtgebracht werden. Und wir haben keinen Fanclub, sondern wir haben Menschen, die für uns beten und die sagen, hey, das passt doch nicht. Halleluja. Dein Herz trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Und wie tun wir das? Wir kommen mit Glauben und mit Zuversicht, zum Beispiel mit dieser Schriftstelle, die ich gelesen habe. Du hast versprochen, Furcht des Herrn in mein Herz zu geben. Hier bin ich. Tu es. Ich warte, dass du tust, was du mir hier versprochen hast. Machst du das mit aufgeschlagener Bibel beten und den Finger drauf zeigen und Gott sagen, hier, da, das hast du geschrieben, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist dein Wort. Und das ist die Wahrheit und ich habe alles Recht, weil ich Kind Gottes bin, genau das zu erleben. Machst du das? Ja. Super. So ist es richtig, so betet man. Nicht, ach ja, wenn es dein Wille ist, ich weiß ja nicht, aber das wäre ja schön, aber wenn nicht, ist auch gut. Vergiss es, so kriegst du nie was. Wir müssen mit Kühnheit, mit Glauben kommen. Und wir sagen, du bist ein Gott, der nicht lügt. Bei dir gibt es kein Ansehen der Person. Und ich bin einer von denen, für die diese Verheißung geschrieben ist. Du musst das tun, sogar bei mir. So müssen wir kommen. Mit Kühnheit, das hat Jesus doch gelehrt. Ja? Die bittende Witwe. Ja? Verschaffe mir Recht. Ja? Nicht, oh, wenn es dein Wille ist. Das wäre so schön, aber ich weiß ja nicht, was du willst. Und im Grunde genommen ist mir auch alles wurscht. So wird es nie was. Wir müssen wissen, auf welche Verheißung berufen wir uns. Und wir müssen kühn kommen. Mit Kühnheit, das heißt mit Gewissheit. Ich weiß, dass das erhört wird. Und so komme ich. Und ich, natürlich, Gott weiß ja, was in der Bibel steht. Ja, bitte. Es ist nicht so, dass ich ihn jetzt erinnere und er hat es eigentlich vergessen, aber dann sagt er, ach ja, stimmt ja, Mensch, ja, hast recht. Nein, mir hilft das, fest zu werden. Gott braucht das nicht. Ja? Aber mir hilft das, entschieden zu werden, fokussiert zu werden. Gott, dein Wort, du kannst nicht lügen. Sogar wenn ich der Blödeste wäre, du musst bei mir hören. Du musst. Weil bei dir ist kein Ansehen der Person. Viele eiern rum mit ihren Gebeten und klopfen so ein bisschen auf den Pudding und denken, da könnte irgendwas passieren. So passiert nichts. So passiert nichts. Du musst kühn kommen und sagen, du bist Gott, der nicht lügen kann. Diese Verheißung, ich kann es dir beweisen von da und von da und von da, diese Verheißung gehört mir. Die hast du mir gegeben und du wirst die erfüllen. Und wenn du so kommst und willst die Furcht des Herrn bekommen. Weißt du, was passiert? Du wirst die Furcht des Herrn bekommen. Halleluja. Das ist ein Wachstumsprozess. Ja, ich bin heute mehr in der Furcht des Herrn, als ich das entdeckt habe in der Bibel vor ungefähr 35 Jahren. Ja? Aber ich beabsichtige, noch mehr zu wachsen. Das ist mein Plan, ganz geheimer Plan. Das erzähle ich euch so, aber es ist so. Ich
will wachsen in der Furcht des Herrn, weil dann steht dir alles offen. Alle Schatzkammern Gottes stehen dir offen und du kannst gehen und plündern. Ja, Halleluja. Sogar Schutz für deine Nachkommen ist noch garantiert durch die Furcht des Herrn. Wenn wir Jüngerschaft machen, oft eines der ersten Dinge, die wir als Hausaufgabe geben, du machst ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Hast du 4 Wochen Zeit und dann liefer ab. Zeig mir, was hast du gefunden in der Bibel? Und heute ist ja so einfach mit Computerbibel. Meine Güte, vor 30 Jahren gab es keine elektronische Konkordanz. Das war alles Handarbeit. Da musste man durch die Bibel und gucken überall. Ein bisschen Konkordanz hat auch geholfen oder so. Aber es ist ja nicht nur Gott fürchten, Gottesfurcht, Gottseligkeit. Ja, das sind verschiedene Begriffe, die aber von derselben Geschichte reden. Ja. Und da gibt es so viele Schriftstellen und die sind sowas von zentral, dass du, wenn du das studiert hast, du weißt eins, du brauchst nur die Furcht des Herrn. Der Rest ist inklusive. Das ist alles mit drin. Du brauchst nur eine Sache. Dein Leben wird so übersichtlich. Du suchst nicht 20 Dinge. Oh, er gibt mir einen großen Dienst und gibt mir Einfluss und gibt mir Geld und gibt mir das und gibt mir jenes. Gib mir eine tolle Frau oder einen tollen Mann und was weiß ich, was wir alles für Wünsche haben. Alle berechtigt. Aber Furcht des Herrn und alles ist drin. Alles ist da drin. Das ist ein Schatz. Und die Endzeitgemeinde wird das verstehen. Ihr Schatz wird die Furcht des Herrn sein. Und ein Hirte nach dem Herzen Gottes kennt die Prioritäten Gottes und er stimmt mit Gott überein und sagt, das Erste zuerst. Und das Erste ist nicht der Dienst, sondern das Erste ist die Furcht des Herrn. Ein Herz, das Gott ehrt, das ihn respektiert, das die Gesinnung Jesu widerspiegelt. Das ist die Furcht des Herrn. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war die Gesinnung von Jesus. Und Paulus sagt, die Gesinnung, die in Jesus war, soll in jedem von euch sein. Nicht tracht nach den hohen Dingen, sondern nach Dienerschaft. Das ist die Furcht des Herrn. Und du wirst gesegnet sein und aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, was alles passiert. Ich habe aufgehört in Leitertreffen, wenn immer gejault wird, dass das Geld knapp ist und die Krise und dies und das und da fehlt es und so weiter. Ich habe aufgehört, darüber zu reden, wie Gott uns finanziell segnet, weil ich merke, die können da gar nicht mit umgehen. Und jedes Jahr am Jahresende geben wir einen großen Betrag und unterstützen andere Dienste, weil wir zu viel haben. Das ist unser Problem. Ich sage, früher habe ich dann so die ein bisschen auf die Schippe genommen. Die reden von ihrem Finanzproblem. Ich sage, ja, verstehe ich gut. Wir haben auch ein Finanzproblem. Am Ende des Jahres so viel über, wir wissen nicht, wohin damit. Aber das fanden die nicht so lustig und das habe ich jetzt sein gelassen. Das habe ich sein gelassen. Man lernt. Was hast du gelernt? Gibt es eine Änderung in deinen Prioritäten? Ist das nochmal deutlicher geworden? Furcht des Herrn. Das ist, was du brauchst. Nichts anderes. Durch die Furcht des Herrn schläft man gut. Oh, da gibt es so viele wunderbare Dinge. Das ist, was wir brauchen. Und ein Hirte nach dem Herzen Gottes hat die Prioritäten Gottes. Herr, hilf uns, dass wir weise werden. Dass wir nach deinem Willen fragen, dass wir aufhören, von unserem frommen Eifer getrieben zu sein und denken, wir sind es, die es jetzt reißen und wir machen alles und wir können alles. Herr, ohne dich können wir gar nichts. Aber wenn du uns führst, wenn du uns segnest, wenn du Türen aufmachst, niemand kann sie zutun. Wenn du uns segnest, niemand kann das aufhalten. Und wir danken dir. Und wir beten, mach uns doch zu Hirten nach deinem Herzen. Die das lieben, was du liebst und die das hassen, was du hast. Und die deine Gegenwart mehr schätzen als unsere Aktionen und unsere Programme und Pläne und Dinge, die wir so tun können. Halleluja. Danke, dass du dieses Gebet hörst. Hilf uns, beständig zu sein, fokussiert zu sein und nicht in 4 Wochen schon wieder auf dem nächsten Dampfer zu sein und wieder was anderes zu suchen. Dieses eine, das ist Not. Das tut Not, nichts anderes. So danken wir dir, dass du uns hörst. Amen. Amen. Amen.